guck, bei dem Kagelschaden normalerweise, wenn eine Delle entsteht, ja, ja, da entsteht hier neben der Delle, so, ja, sagen wir, genau, so, so ein Rand. Genau. Ja, mhm. Da wo sozusagen, ja, die Spannung, sozusagen in dem Sinne, zusätzliche Spannung. Ja, ja. Und die Dellendrücker, wenn die so eine große Delle, vielleicht noch ein bisschen größer so haben, ja, mhm, so ungefähr, ja, mhm, dann versuchen die erstmal die Spannung abzubauen, am indem Rand, sie, am genau, Rand, am Rand. Mhm. Deswegen wird hier in, mhm, dem Bereich die Delle runtergeklopft, mhm, ja, okay, mit dem Bullenstämmer oder halt mit einem Bullenhammer halt, damit die Delle so ein bisschen weicher wird, ja, mhm, damit die Spannung abgebaut wird, mhm, ja, und dann, okay, drückt man auch mit dem Druckeisen, beginnt man einfach nicht direkt in die Mitte, sonst verschließt sich halt die Delle und dann entstehen, mhm, halt so. Also so eine Auf- und Außen dann. Genau, dann entstehen halt Unebenheiten, die dann ganz schwierig danach auszubohren ist, mhm, sind, ja, mhm, und dementsprechend beginnt man von dem Bereich, ja, und versucht mal so zu drücken, mhm, und da und da und da kommt man langsam auch in die Mitte, mhm, ja, und dementsprechend die Delle, die wird nicht komplett sofort ausgebohrt, mhm, sondern so schrittweise. Okay. Weißt? So. Mhm. Ist die komplett ausgebohrt ist. Okay. Ja. So, und, so funktioniert das. Ja. Gut, und von oben mache ich dann nichts mehr, wenn ich das oben erstmal die Spannung rausgenommen habe. Ja, die hast schon, also beziehungsweise den Rand, den hast du schon runtergeklopft. Ja. Okay. Und dadurch wurde die Delle, mhm, weicher. Ja. Und zum, genau, Beispiel. Und mit dann dem, kann ich sie eben von unten sozusagen bearbeiten. Ja. Genau. Und mit dem Induktionsgerät kannst du auch sozusagen diese Spannung bzw. von dem Rand abbauen. Rausnehmen, ja. Genau, indem wegnehmen, du, also genau, die Delle, die sieht dann unter dem Lampenlicht, mhm, so aus. Mhm. Ja. So, mhm, genau. Mhm. Und das heißt, in dem Bereich, mhm, ja, in dem Bereich ist halt unser Rand. Ja, mhm, das hier. Ja, okay. Ja. Und da können wir halt diesen Rand, den Rand, einfach so ein bisschen in dem Bereich mit dem Induktionsgerät auch abbauen, die Spannung. Mhm. Mhm. Dadurch wird auch dieser Bereich, ja, ein bisschen rausgezogen. Mhm. Ja. Und so machen wir auch die Delle weich. Genau, dass sie dann formbar ist. Genau. Mhm. Und deswegen, wenn man halt die Delle einfach von seitlich so beginnt zu bearbeiten, mhm, genau, in die Mitte, dann wird die Spannung von der Randdelle einfach rausgenommen, mhm, ja, mhm, erstmal, mhm, und genau, gesagt, und dadurch, dass dann die Spannung eben rausgenommen ist, können, genau, wir die Delle an sich bearbeiten. Genau, also bei der ersten Anwendung zum Beispiel kann man, mhm, so vorgehen, indem man den Kopf nimmt, ja, mhm, und guckt, und zum Beispiel bei den großen Dellen die Spannung bzw. die Rangspannung, mhm, ja, hier so ein bisschen abbaut, das rechnet, genau, genau, rausnimmt, mhm, ja, mhm, so, und wenn die schon rausgenommen ist, dann kann man schon näher in die Mitte kommen, ja, 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 und jetzt ist die Delle eigentlich, dieser Bereich, die Stelle, die ist jetzt warm, ja, und da muss man jetzt abwarten, mhm, bis die wieder, ja, kalt wird, ja, bis es wieder kalt ist, ja, genau, genau, und danach kann man auch die Delle in der Mitte komplett rausziehen, okay, und indem man sozusagen auch wiederum so arbeitet, also auch wieder von außen nach, genau, oder halt so herum, mhm, ja, und wenn da eine kleine spitzige bzw. eine kleine Stelle in der Mitte geblieben ist, da kann, mhm, man schon, dann kann man direkt drauf, genau, direkt drauf, ja, und so ist die Vorgehensweise, die ich zum Beispiel für mich entwickelt habe, um die Dellen auszubohren. Okay. Ja, wunderbar.